Hallo ihr Lieben, hier ist Ilka von Basteln an der Elbe und ich möchte mit euch heute wieder nähen. Und zwar möchte ich mit euch ein Kinderhalstuch nähen. Die habe ich früher sehr gerne für meinen Sohn genäht. Das ist eine perfekte Resteverwertung, weil wenn man Hosen oder Oberteile oder Schlafanzüge oder irgendwas näht, bleibt in der Regel immer so ein bisschen ein Rest über, mit dem man nicht wirklich was anzufangen weiß. Und da habe ich für mich festgestellt, dass die Resteverwertung sich wunderbar für Halstücher oder kleine Mützen oder was auch immer eignet. Dieses Halstuch ist wirklich ganz simpel gemacht. Ihr braucht dafür gar kein Schnittmuster. Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein rechteckiges Stück Stoff. Das blieb über, als ich ein T-Shirt für meinen Sohn genäht habe. Das war dann in der Länge einfach zu viel. Und da dachte ich mir, kleine Geschenke für Kleinkindmütter, meiner ist ja leider aus dem Alter raus, kann man eigentlich immer gebrauchen. Und deswegen zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, ein Stück Stoff. Diese Länge hier sollte der Halsumfang des Kindes plus ungefähr 6 cm sein. Die braucht ihr für die Überlappung der Druckknöpfe hier hinten. Na, geht zusammen. Na, also hier dieses Stück braucht ihr nochmal extra. Ja, also das ist in meinem Fall 38 cm. Ist auch witzigerweise fast genau die Länge des alten Tuches. Diese Länge sind 20 cm. Mache ich immer etwas länger, weil hier unten geht gleich die erste Nahtzugabe ab. Und dann hat man hinterher noch so ein bisschen Platz, um es dann anzugleichen, wenn man ein bisschen schief genäht hat oder der Stoff sich verzogen hat, dann ist immer noch ein bisschen Puffer mit dabei. Was braucht ihr, um das Tuch zu nähen? Also, wie gesagt, ein Stück Jersey benötigt ihr, ein Rest aufbügelbare Flieseline, was ihr gerade da habt. Ich weiß gar nicht, was so eine Webflieseline, die ich hier habe. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr habt, solche Dots benutzen. Volumenvlies würde ich jetzt nicht benutzen, sondern wirklich dieses ganz flache Vlies. Und dann braucht ihr natürlich noch ein paar Druckknöpfe. In meinem Fall werde ich solche Cam Snaps benutzen. Für die Snaps braucht ihr natürlich noch, wenn ihr die benutzt, die passende Zange. Und natürlich eine Nähmaschine und eure typischen Nähutensilien. Und dann legen wir mal los. So, wir sind jetzt an der Nähmaschine. Und jetzt, wie gesagt, legt ihr die lange Seite einmal zur Hälfte zusammen. Das wird unsere erste Naht. Eingestellt habe ich an der Nähmaschine, weil ich ja mit einem dehnbaren Stoff arbeite, einen flachen Zickzackstich. Den benutze ich immer sehr gerne für Jersey. Ja, der hält auch mal aus, wenn man an dem Halstuch mal zieht. So, dann nähen wir einmal die Ecke schön fixieren. Und ganz wichtig, wer meine Videos kennt, eine Wendeöffnung lassen. Und die lassen wir hier an diesem Stück, weil ich vergesse die nämlich immer ganz gerne. Da lasse ich mir jetzt hier einfach ein Stück frei. So Pi mal Daumen. Setze wieder an. Und nähe weiter. Und hinterher schließe ich dann die Wendeöffnung von Hand. So, langes Fädchen, faules Mädchen. Einmal die Fäden abschneiden. So, und jetzt seht ihr nämlich, dass das jetzt so aufeinander gelegt wird. Und wichtig ist, dass ihr jetzt in alle vier Ecken eure Bügeleinlage drauf bügelt. Wo ist meine hingekommen? Die habe ich mir hier vorbereitet. So, ich habe mir schon vier kleine Stückchen zugeschnitten. Die werde ich jetzt in alle vier Ecken bügeln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt auf alle meine vier Ecken
meine Bügeleinlage drauf gebügelt, habe bei der Gelegenheit auch gleich einmal die Naht mit ausgebügelt und habe hier oben angeglichen, ein bisschen was stand über, habe ich einfach mit der Schere abgeschnitten und jetzt wird einmal die lange Naht hier vorne geschlossen. So, dann schließen wir jetzt noch die letzte Naht. Ich orientiere mich beim Nähen immer an dem Nähfüßchenrand und dem Stoffrand. So, genäht haben wir jetzt. Jetzt müssen wir unsere Naht, unsere Wendeöffnung benutzen, um das Tuch zu wenden. Je nachdem, wie groß ihr die Wendeöffnung gelassen habt, ist es jetzt ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwerer zum Wenden. Ihr könnt auch vorm Wenden noch die Ecken hier ein bisschen abschneiden. Dann kann man die Spitzen ein bisschen schöner ausformen. So, dann brauchen wir jetzt etwas, um die Ecken auszuformen. Ich nehme einfach mal jetzt einen Bleistift. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr habt, diese Kantenformer benutzen. Das ist jetzt die Ecke, die ich nicht ausgeschnitten habe. Doch, das war die Ecke, die ich ausgeschnitten habe. Nicht weit genug. So, und bei diesen Heiztüchern kommt es ja auch hauptsächlich so auf die Funktionalität drauf an. Gucken wir hier nochmal nach der Spitze. Das hat die auch nochmal ordentlich wegschneiden. Bei meinem Sohn war das immer mehr so kurz getragen, wieder ab in die Wäsche. So, dann kann man jetzt noch hier, mit was ihr das, ein Essstäbchen, ein Bleistift, eine Spitze, kleine Schere benutzt, um die Ecken auszuformen. Das macht ihr so, wie ihr das am liebsten habt. So, das Einzige ist halt, dass bei diesen Tüchern aus den Rechtecken, gerade bei dem Muster, das halt so ist. Auf der Vorderseite ist das Muster so, auf der Rückseite ist das so. Aber ich persönlich bin der Meinung, das ist ein Funktionskleidungsstück und hinten guckt eh kein Mensch drauf und deswegen kann man das gut vertreten, dass das Muster auf der Rückseite halt quer, beziehungsweise bei Autos zum Beispiel dann hier dann entsprechend auch quer ist. Aber wie gesagt, von vorne sieht es ja perfekt aus, also von daher ist das okay. So, dann kommen jetzt die Druckknöpfe. Auch eine meiner Lieblingsdisziplinen. Dazu macht ihr mit der Ahle ein Loch. Dann braucht ihr einmal das große Teil und steckt es durch. Dann eins von den kleinen Teilen. Das steckt ihr drauf. Wenn ihr Chemsnaps schon mal verarbeitet habt, dann wisst ihr ja, wie das funktioniert. Einmal kräftig zudrücken. Und jetzt ist noch meine Spezialdisziplin, dass ich auf der anderen Seite, also die Löcher steche ich Pi mal Daumen. Also da messe ich jetzt nichts aus,
So, ich muss jetzt nur einmal gucken, genau, damit ich das auch richtig mache, weil Camsnips zu entfernen ist ja immer ein bisschen problematisch. So. Dann wieder einmal das große Teil und das gegengleiche Teil von den Druckknöpfen kommt dann hier drauf. Also ich finde, hierfür eignen sich die Plastikdruckknöpfe sehr gut. Wenn ihr lieber Metall nehmt, dann ist das auch okay. Oder Jersey-Druckknöpfe vielleicht, wie ihr das mögt. So, damit ist im Prinzip, bis auf die Wendeöffnung, die werde ich gleich noch von Hand schließen, ist unser Dreieckstuch jetzt auch fertig. Der Test, jawohl, sie passen. Ja, so könnt ihr auf einfache Art und Weise eure ganzen Stoffreste verwenden. Und das Schöne ist, ihr braucht dafür kein Schnittmuster. Ihr könnt das aus jedem x-beliebigen Jersey oder Sweatshirt-Stoff oder Fleece-Stoff, was ihr gerade zur Hand habt, schnell und einfach selber machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!